Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Und heute geht es hier um meinen neuen 27 Zoll Monitor, dem Asus PB278QR. Wie gesagt, 27 Zoll in einer WQHD Auflösung, das bedeutet 2560 x 1440 Pixel, auch 2K genannt. Der hier. Hier nebendran einfach mal zum Vergleich so ein typischer 19 Zoll TFT-Monitor, wie man ihn vor 10 Jahren hatte, im 4:3 Format. So einfach ein bisschen der Größenvergleich. Und das hier ist eben so diese moderne Variante. Also heutzutage mindestens 24 Zoll so als Desktop-Monitor, aber eigentlich 27 Zoll ist fast schon gängig, wenn man sich mittlerweile einen neuen Monitor gönnt. Und diesen Monitor hier, den würde ich einfach als 27 Zoll Monitor mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten. Und wie ich zu dieser Aussage komme, das werdet ihr jetzt im Video sehen, wenn ich einfach hier mal auf die ganzen verschiedenen Fakten eingehe und am Ende zu meinem Fazit komme. So, natürlich sollte hier die Optik nicht das ausschlagende Kriterium sein für oder gegen einen Kauf von einem Monitor, aber mir war das auch sehr wichtig. Hier zum Beispiel dieser Monitor, der gefällt mir weniger hier mit diesen silbernen Applikationen, dieser runde Standfuß, dieses viele Klein-Klein. Mir gefällt eher so diese Richtung. Dieser Monitor hier, dieser Asus, der ist sehr geradlinig. Also wir haben hier ganz simple Linien, simple Formen hier unten mit diesem großen eckigen Standfuß. Alles sehr minimalistisch gehalten, also ist genau mein Stil. Hier auch diese Einschaltknöpfe bzw. Einstellungsknöpfe haben einfach nur so einen kleinen Punkt, gar keinen Text mehr. Früher beim Vorgängermodell war das noch mit Text. Das hier ist eben, wie gesagt, ganz minimalistisch. Und wir haben auch hier so von der Oberfläche ist alles schön matt. Also wir haben hier keine glänzenden Flächen. Da hatte ich zum Beispiel einen anderen Monitor, da war hier auf der Innenkante. So, das stand hier so ein bisschen raus und da hat dann immer das Bild gespiegelt. Kann hier nicht mehr sehen, alles schön matt. Genauso hier wie dieser Monitor selbst, beziehungsweise dieses Display selbst. Entspiegelt, matt, kann im Sommer zum Beispiel kein Sonnenschein von hinten hier eine Reflexion erzeugen. Also vom Äußeren ist es auf jeden Fall schon mal ein Volltreffer. So, und nun möchte ich euch zeigen, wie flexibel der Monitor ist. Also das hier ist so der normale Aufbau bei mir. So hier schön auf einer Linie, dass wir eine schöne große Fläche haben für das Multimonitoring. Aber man kann den Monitor natürlich auch höher und tiefer setzen. Einmal so, das ist hier am höchsten, da kann man sich richtig schön gerade in den Stuhl reinsetzen und man kann hier richtig gut gerade auf den Monitor drauf schauen. So wäre er ganz unten und man kann ihn nicht nur hoch und runter stellen, sondern auch neigen. Einmal so oder natürlich auch nach oben und kann hier so neigen. Und eine Besonderheit bei dieser Größe, wir können ihn einmal drehen. Zack, da hakt er ein und können hier theoretisch den Monitor auch hochkant verwenden. Wobei ich denke mal hier wirklich bei dieser Größe machen das die wenigsten. Denn man sieht hier, man hat wirklich eine extreme Fläche. Das wirkt hier ganz anders als jetzt im Querformat. Da ist er relativ groß. Hier wirkt er wirklich riesig. So, aber wie gesagt, sehr flexibel. Und dann schauen wir auch gleich mal hinten auf die Anschlüsse, wie flexibel er da ist. Und wir sehen, er unterstützt eigentlich alles Gängige. Also hier bei mir ist er mit DVI angeschlossen, unterstützt hier die volle Auflösung. Natürlich hier HDMI-Anschlüsse, wo auch die volle Auflösung unterstützt wird. Einmal ein VGA-Anschluss, der aber maximal bis Full HD läuft. Und ansonsten natürlich hier Stromanschluss. Und wir haben auch einen Audioanschluss, denn hier sind auch Lautsprecher integriert, die von der Qualität her, ja, ich sag mal, eine brauchbare Tonqualität abliefern, aber natürlich, da kann man nicht so viel erwarten. Wichtig ist, bevor ihr euch so einen großen Monitor hier kauft mit dieser entsprechenden großen WQHD-Auflösung, schaut erstmal in eure Grafikkartenspezifikation, ob die überhaupt mit dieser großen Auflösung zurechtkommt, denn nicht nur, weil hier diese Anschlüsse, diese Auflösung unterstützen, heißt es auch, dass eure Grafikkarte das kann. Ganz wichtig, erstmal davor informieren, bevor ihr euch diesen Monitor kauft. Ja, wie gesagt, auch hier sehr flexibel, insgesamt vom Äußeren also sehr gut aufgestellt. Das Allerwichtigste beim Monitor ist natürlich die Farbwiedergabe bzw. hier allgemein das Bild. Wie sieht das Bild aus? Das ist natürlich das Wichtigste beim Monitor.
Und hier sieht man schon mal den Vergleich. Mein alter Monitor vom Kontrast, von der Helligkeit her, kommt natürlich gar nicht hier an den neuen Asus ran. Und es ist auch rein subjektiv, wenn man das Ganze betrachtet, so eine richtig schöne, angenehme Helligkeit. Also da kann er auf jeden Fall schon mal punkten. Ich hoffe mal, es kommt jetzt auch ein bisschen hier bei der Kamera rüber, wobei das ja insgesamt auch eine subjektive Wahrnehmung ist. Ich mache hier auch mal gleich mal hier so ein Landschaftsfoto rein. Hier kann man auch ein bisschen sehen, also rein subjektiv hier rechts bei meinem alten TFT-Monitor, bisschen zu warm, alles irgendwie zu wenig Helligkeit, zu wenig Kontrast, und es kommt hier wirklich schon sehr natürlich rüber in mein Asus. Ich habe hier auch meine Schaltknöpfe, wo ich dann zum Beispiel ins Menü reingehen kann. Hier kann ich dann natürlich so Dinge verstellen wie zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, wobei das schon von den Grundeinstellungen her bei der Farbtemperatur bei 6500K liegt. Das ist so ein richtig schöner, angenehmer Wert. Und ich habe das Ganze hier auch schon mal kalibriert mit einem Kolorimeter. Hat man danach aber nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Also so wie das Ganze ausgeliefert wird, ab Werk, ist das Bild wirklich schon sehr gut. Und ich kann hier noch weitere Sachen machen. Zum Beispiel hier diese Asus Blended-Funktion. Da bin ich gerade im Standardmodus drin. Und hier kann ich dann zum Beispiel in den Landschaftsmodus gehen. Habe ich hier insgesamt noch mehr Schärfe. Alles insgesamt ein bisschen knackiger. Ist jetzt aber zum Beispiel bei der Betrachtung von Websites nicht so toll, weil dann eben der Text ein bisschen zu extrem scharf ist. Da ist eben dieser Standardmodus eigentlich so die perfekte Kombination für alles. Ich habe dann noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Spielmodus, Nachtmodus und ganz interessante sRGB-Modus, denn dieser Monitor deckt zumindest auf dem Papier 100% den sRGB-Farbraum ab. In der Realität sind es nicht ganz 100%, aber wenn man das möchte, dann muss man eben wirklich bei einer ganz anderen Preiskategorie suchen, von zum Beispiel einen ISO-Monitor ab 1000 Euro. Dann hat man hier wirklich so eine 100% sRGB-Abdeckung. Und hier hat man eben paar so Modi zum Einstellen, aber wie gesagt, der Standardmodus ist eigentlich so die perfekte Kombination und er liefert hier ein richtig schönes, scharfes Bild mit tollen Farben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wieso hat der hier so ein gutes Bild und der hier so ein schlechtes Bild? Ganz einfach, der hier hat im Gegensatz zu den hier ein sogenanntes IPS-Panel. Und ein IPS-Panel, das hat eben zwei Vorteile. Zum einen, wenn ich hier meine Seite habe, ist natürlich die Farbwiedergabe besonders gut. Es hat eben dieses Panel an sich. Zum anderen ist es extrem blickwinkelstabil. Also ich kann hier in meinen Monitor von egal welcher Seite reinschauen, von oben, von unten, von links, von rechts. Und es ist bis 178 Grad blickwinkelstabil. Zum Beispiel nehme ich mal hier mal schnell mein Netbook zur Hand. Dieses Netbook hat ein sogenanntes TN-Panel. Das ist in den meisten günstigen Monitoren verbaut oder auch hier zum Beispiel in solchen Notebooks. Und wenn ich das jetzt nach hinten neige, sieht man schon, es wird extrem dunkel. Ich kann zum Beispiel fast keine Bilder mehr erkennen. Wenn ich hier nach vorne gehe, dann tun sich teilweise die Farben auch umkehren. Also das hat hier eine sehr schlechte Blickwinkelstabilität und das ist eben so ein typisches Kennzeichen von einem TN-Panel, von einem günstigen. Und eben ein Monitor hier auch in dieser Preisklasse, der hat ein IPS-Panel, wo wie gesagt ein super Bild macht und eben auch sehr blickwinkelstabil ist. Zum anderen haben wir hier diese extrem hohe Auflösung von 2560x1440 Pixel, also diese WQHD-Auflösung. Und dadurch ist dann hier vor allem der Text richtig schön knackig scharf, weil wir haben hier eine Pixeldichte von 109 ppi. Und das ist eben richtig guter Wert. Da braucht man nicht mal einen 4K-Monitor, denn rein subjektiv hat das hier eine ähnliche Wiedergabe von der Schärfe her. Also wie gesagt, Bildqualität 10 von 10 Punkte, richtig super, kann ich nichts dagegen sagen. Also für die Leute unter euch, die einen richtig guten Monitor für die Bildbearbeitung suchen, die sind hier mit diesen Asus auf jeden Fall gut bedient. Aber was ist mit den Gamern unter euch, die sagen, ich bräuchte hier eigentlich so einen richtig schönen großen Monitor für Spiele spielen. Aber auch hier kann ich versichern, schaut euch den Monitor genauer an, denn der ist wirklich auch dafür gut geeignet. Ich selber spiele hier auch Shooter mit und Rennspiele und konnte nichts Negatives feststellen. Zwar steht auf dem Papier 5 Millisekunden Reaktionszeit und eine Bildwiederholungsrate von nur 60 Hertz, aber in der Praxis
merkt man das gar nicht. Hier im Vergleich so ein Monitor mit einem TN-Panel, also ein, ich sage jetzt mal, schlechteren Panel, hat nur eine Reaktionszeit von 1 bis 2 Millisekunden. Das ist natürlich deutlich schneller, aber in der Praxis merkt man das eben gar nicht. Also auch hier, falls ihr so einen Monitor haben wollt fürs Gamen, schaut euch den auf jeden Fall an, ist auf jeden Fall gut genug dafür. Und falls ihr nicht das IPS-Panel braucht, weil ihr zum Beispiel nicht viel Bildbearbeitung macht, dann gibt es hier diesen Asus-Monitor, im Prinzip das gleiche Modell, mit einem günstigeren TN-Panel, was den ganzen Monitor auch nochmal 100 Euro günstiger macht. Aber wie gesagt, meine Empfehlung wäre auf jeden Fall das hochwertigere IPS-Panel. Und mit dem kann man, wie gesagt, auch gut Spiele spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fällt mein Fazit zum Asus PP278QR aus? Und ich denke mal, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, das hier ist einfach der beste 27 Zoll Monitor, den man aktuell kaufen kann. Natürlich unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Denn dieser Monitor kostet aktuell so 360 Euro bei Amazon. Und wir bekommen hier eben einen 27 Zöller mit WQHD-Auflösung und IPS-Panel. Das sage ich hier bewusst dazu, denn es gibt 27 Zöller natürlich schon für 170, 180 Euro. Die haben dann aber meist nur eine Full-HD-Auflösung und auf keinen Fall so ein hochwertiges IPS-Panel, sondern meistens nur so ein günstiges TN-Panel. Also wenn ihr Wert auf eine hochwertige Bildbearbeitung legt, dann auf jeden Fall dieser Monitor. Natürlich ist er jetzt von der Qualität nicht so gut wie jetzt ein 1000 Euro und mehr ISO-Monitor. Aber so insgesamt bietet er eben ein richtig gutes Gesamtpaket und für den Preis kann man eben überhaupt nichts sagen. Ich habe diesen Monitor bzw. etwa 10 bis 12 Exemplare davon bei uns in der Agentur in Umlauf gebracht. Ich bin nicht dafür die Hard- und Software zuständig. Also dieser Monitor ist jetzt schon so etwa 3 Jahre in Einsatz, also auch das Vorgängermodell schon. Und bisher habe ich immer bloß positives Feedback erhalten. Also verschiedene Grafikdesigner arbeiten hier mit diesem Modell und sind immer sehr zufrieden mit der Bildbearbeitung. Und deshalb kann ich den eben auch einfach nur weiterempfehlen, weil es sich jetzt eben über die Jahre auch so bewährt hat und man da echt gut mitarbeiten kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Review ein bisschen den Monitor näher bringen und vielleicht eure Kaufentscheidung ein bisschen in die richtige Richtung leiten. Bis dann, tschüss.